freue mich sehr, dass wir heute hier in der Wiener Hofburg unsere Auftaktveranstaltung durchführen können unter dem Titel Der neue Most ist da. Wir zeichnen insgesamt 27 Betriebe aus, die erstmals in Österreich eine staatliche Prüfnummer für ihren Most, für ihren Obstwein haben und damit die Qualität, die sie ja seit Jahren haben, auch belegen können. Das ist ein besonderer Moment, weil es auch ein typisches Zeichen ist für den Konsumenten, wo kriege ich diese besondere Qualität her. Insgesamt werden wir mit unseren Betrieben aus den 5 Obstregionen der Genussregion Österreich diese Initiative starten, um aus dem Most, dem Kultgetränk Most, ein wahres Trendgetränk für den Sommer zu machen. Mein Name ist Fausto Manfred, ich komme aus der Steiermark und wir haben einen Obstbaubetrieb am Stadtrand von Graz mit einer Direktvermarktung, was wir schon mehr als 20 Jahre betreiben, und wir haben uns spezialisiert eben auf Frischobst, auf Obstprodukte, sprich auf Fruchtsäfte, auf Nektar und seit 7 Jahren auf die Mostproduktion. Und es erfreut sich immer mehr Beliebtheit, weil eben Most ein neues Erscheinungsbild hat, weil der Most momentan ganz, ganz stark angesprochen wird mit dem leichten Alkohol, mit dem Erscheinungsbild, mit der wunderschönen Aromatik, die derzeit unterwegs ist. Ja, mein Name ist Hans Köstinger, ich bin der Obmann vom Verein Mostparketten von der Genussregion Lavantaler Apfelwein. Also die Besonderheiten der Genussregion Lavantaler Apfelwein ist, dass wir im Grunde seit dem Jahr 1993 sortenreine Apfelweine produzieren. Und was bei uns auch der Fall ist, dass wir im Grunde seit dem Jahr 1993 jeden Apfelwein in den Gläsern servieren und nicht in den traditionellen Mostkrügel. Genussbauernhof Böhm ist in Katzersdorf an der Leiter, das ist das Tor zur buckligen Welt. Der Genussbauernhof besteht aus Vielfalt. Wir haben eine Vielfalt von verschiedenen aussterbenden Rinderrassen, vom Bustertaler Sprinzen über Jochberger Hummel, über Enstaler Bergschecken und so weiter, die können Sie alle besichtigen. Wir haben auch eine Vielzahl von Mosten, angefangen von Brebjörn über Braunprinz. Das zeichnet eigentlich unseren Betrieb aus. Mit der heutigen Veranstaltung in der Wiener Hofburg ist praktisch der Startschuss gegeben für ganz viele interessante Mostveranstaltungen. Am Samstag starten die Genusswochen österreichweit bei den Genusswirten. Knapp 100 Genusswirte bieten Most an, nicht nur als Getränk, sondern auch innovativ verkocht in diversen Speisen, unbedingt ausprobieren. Aber auch die zahlreichen Mostpräsentationen, Jahrgangspräsentationen in den einzelnen Regionen besuchen, sie sind es wert. Wo sie diese Veranstaltungen und wann sie stattfinden, finden Sie auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Seite.